Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Fugago und diese Therapie ist gotzenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 2 und dabei Dokumente zu besorgen, und zwar für die Funkmasten. Und dann sollen wir einen Lehrer killen. Das wird vielleicht den einen oder anderen noch an seine Schulzeit erinnern oder auch ihn auf dumme Idee bringen, aber egal. Wir müssen mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Die Richtung stimmt. Ah, da haben wir noch einen Stützpunkt und auch ein Dingsgebäude hier, sagt schon, ein Unterschlupf, den werden wir mal mitnehmen. Lohnt sich das? Ja, da werden wir den Umweg werden wir fahren. Das heißt, wir fahren jetzt hier nach vorne und gehen dann erstmal ab. Und zwar hier. Genau. Blinker setzen, Schulterblick rum. Eine gemütliche Holper die Bäume fahren. In diese Richtung. Super, da ist die Freund mit seiner Karre so dicht angebracht. Also geht ja schon mal lustig los hier. Da verrammt er uns mit seiner scheiß Dreckskarre. Versaut uns die Show. So, Unterschlupf auch gedient. Das ist ja eine Sauerei hier. Das läuft da. So, mal reingucken, natürlich, ob hier alles auch noch ist. Mal nach rechts schauen hier. Die Putzfrau könnte mal wieder vorbeikommen. Medic mitgenommen. Alles fein hier. So, also geht's hier wieder zurück. Was hat der für Kanone drauf? Naja, das gleiche. Also, da drüben das Fahrzeug geschnappt. Einer ist weniger qualmt, aber eigentlich qualmt beide, aber nimm mal trotzdem das Rot, der weiter steht, wie schon in Fahrtrichtung. Fahrtrichtung ist super. So, außerdem sieht der noch sauberer aus, mit unserer da drüben. Wo müssen wir denn eigentlich dahin? Alles klar, wir fahren einfach mal hier lang. Weiter. Oh ja, ja, ja. Auf zwei Räder Action um die Gruppe. Alles super, ja. Oh, hart, ja. Guck mal, einen Blick auf die Map. Ah, da kommt noch ein Stützpunkt. Um den man auch kümmern sollte. So, soll man den anderen Blick weiter haben? Keiner da. Dann schnappt die Freund mal auf, ja. Schön, dass du getroffen bist. Grobes Sperrfeuer einfach mal drauf, ja. Da haben wir den immer noch nicht erwischt. Ah, da läuft gerade einer. Okay, wir brennen. Ah ne, da war die Kanone. Das war gar nicht der Typ. Okay, da läuft das wieder. Ich habe gerade das Gefühl gehabt von Brille nach da. Halt das richtige Gefühl gehabt, nur kam er von vorne. Einfache Action, bloß die stehen und auf die Seite. Okay, der brennt der eine jetzt. Oh. Schweres
Feuerball drauf sitzt hier. Das kann doch nicht sein, dass man den einen erwischt. Einfach was können. Bringt zwar nichts, macht aber Spaß. Oh, jetzt haben wir das Dach aufgeklärt. Okay, mein Freund hier. So, jetzt ist die Sache auch geklärt. Ich hoffe mal nur, der Grund für das, für den Stützpunkt hier ist noch nicht weggesprengt. Aber ich glaube... So, auch erledigt. Und da ist der Grund für den Stützpunkt. Und wir haben... Ach, nehmen wir mal mit hier wieder. Kann ja sein, ja. So. Das Ding ist auch hübsch, hat auch das richtige Werkzeug oben drauf. Das nehmen wir einfach mal mit, würde ich sagen. Gar nicht so einfach, so ein paar Dokumente zu besorgen. Oh, vielleicht noch mal richtig equippen hier. Da rein, da rauf, da runter rechts. Oh, der Zaun war schon kaputt. Ich kann es bezeugen. Und wenn ich das richtig sehe, müssen wir nämlich nach da unten, nach dem Poker. Das sieht nicht gut aus. Aber was soll schon Schlimmes passieren? Einfach mal hier drauf fahren, wa? Einfach mal bezahlen, aber Bescheid, wenn wir mal da sind. Einfach schwere Tau. Ja, ja. Also, die treffen ja auch. Oh Gott, oh Gott. Die treffen. Oh, da brennt es jetzt ein bisschen. Hol die Drecksäcke hier. Ah, Moment. Ah, da ist ein Sniper. Ein Sniper weniger. Ah, da bist du mal. Da ist rum zu knallen nur noch. Einen habe ich noch drin. Was soll's hier mal rein in die Hütte? Oh, volle drauf. Aber vielleicht soll man mit den einen Schrotthaufen ein Stückchen weiter vorfahren. Der ist jetzt schwarz, das wird gleich rumpfen. Da haben wir ein bisschen Zeit für Pflege am Fahrzeug, würde ich sagen. Weil ich denke, wir sind sicherlich weit genug weg, nur zu nichts passiert. So. Okay, Mann. Wenn du fertig bist, dann kannst du mal sagen, was das werden soll. Oh, Fahrzeug ist weg. Ah, da wurde das Auto. Hab doch gesagt, wir sind weit genug weg, kann nichts passieren. Oh, schießt mal ein Auto. Das war ja nicht. Ich weine noch nie vom Bo, das ist das Schlimme.
Hier ein bisschen Feuer legen. Da mal ein bisschen Feuer legen. Ah, da oben habe ich jetzt gesehen, den Freund da. War doch der Verwundete, aber war ein Teil Scharfschütze. Und eigentlich wollten wir nur Dokumente abholen. Eigentlich. Hier geht's ja nochmal heftig zur Sache. Granatenwurf. Wir wissen, da hinten ist einer mit Panzerfaust unterwegs. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich aber nicht die Schnauze. Morg langsam nicht mehr. Das Geballer geht mir auf Keks. Ja, nächstes Mal spiele ich lieber das Sims. So, packen wir da auch noch ein bisschen rum. Mei. Und dann. Oh, so, schon wieder das Geratter vom Maschinengewehr hier. Bei und doch mal Rolle rein, ja. Warum kann man die einfach mal Ruhe geben? Der Tag fing so gut und entspannt an. Der fing so ruhig entspannt an und dann kam hier. Okay. Ich mag dann nicht, wenn ich irgendwelche Leute hinter mir reden höre und ich nicht weiß, wo die sind. Und da habe ich, glaube ich, auch gesehen. So, ich glaube, jetzt sollte das so langsam mal befriedetes Gebiet sein. Das ist immer anstrengend mit den Jungs hier. Einfach mal sagen, nö, ich bleibe zu Hause, schieße euch nicht auf andere. Ah ja, da haben wir die Dokumente. Und der Tag wäre viel schöner. So, Map, Blick auf die Map. Ah ja, hier ist noch ein lustiger Koffer, und zwar da oben. Also einmal telefonieren wir eine Runde. Du bist bereit für das Polytechnikum. Viel Glück. Super, das hätte ich schon auch gewusst. Hätte ich keine Ansage nicht gebraucht. So, jetzt wird es sich ein bisschen tricky. Und da rennt immer noch einer rum. Ich glaube, ich bin ja bei den Irren. Und zwar Sprung hier rüber. Ne, war schon falsch. Gut, machen wir den anderen Weg hier. Sprung hier rüber und dann werden wir jetzt ein bisschen sportlicher einfach mal den Zaun lang balancieren hier. So, da kommt man hier auch dahin. Eigentlich war der Plan, hier den Zaun lang zu balancieren. Okay, wieder Diamanten Nummer 94. So, jetzt in Ruhe gucken. Okay, da haben wir einen, noch einen Stützpunkt. Den würde ich sagen, den krallen wir uns noch schnell. Und dann ist auch die Zeit schon wieder rum. Da sollten wir dann auch so langsam ein neues Fahrzeug bekommen. Was zu sehen hier? Nö. Also, schick mal darüber gerannt hier. Oh, einmal gucken, das sieht auch noch gut aus. Blick auf die Map. Genau, wir müssen da lang durch. Schnappen uns dann dort den Unterschlupf. Und dann machen wir den Sack zu für heute. War ja genug Action. Und genug schlechte Leute mit schlechter Laune. Oh. Schade, ich hätte jetzt gedacht, da gibt es... Das würde so perfekt nach, wie soll ich sagen, versteckt bzw. nach Geheimnis, Diamantenkoffer, Atommänner ausschauen. So. Blick auf die Map. Ah ja, wir müssen wohl die scheiß Berge noch rumlatschen. So, alles ist supi. Wenn der Weg nicht. Ah, da sieht man ja sogar schon Qualm.
Dann machen wir gleich mal hier die Brandschutzverordnung durchsetzen hier. Kein offenes Feuer im Wald. Der zweite hat sich bestimmt jetzt versteckt, hatte Buchsen voll. Okay. Die Frage, wo ist der? So, Unterschlupf freigeschalten. Und nochmal Munition getankt. So, das war's dann auch wieder für heute, für unser lustiges Let's Play Far Cry 2. Haben die Dokumente, haben ein bisschen Spaß gehabt, gucken nochmal schnell hier rein. Und beim nächsten Mal gehen wir dann zum Polytechnikum. Das erinnert mich so ein bisschen an die Poliklinik oder polytechnischer Unterricht. Mal gucken, was uns da erwartet. So, aber das war's jetzt für heute. Schreibt einen netten Kommentar, Daumen nach oben. Ihr kennt ja das Prozedere. Mich würde es freuen, denn ich bin Matt Burago und sag Servus und Ade.